Dominik, nenn uns drei wichtige Eigenschaften zum Erfolg. Hartnäckig, mehr arbeiten und ich glaube schon ein gewisser strategischer Weitblick. Herzlich willkommen zur 6. Handelstagung hier in Wiesbaden. Wir hatten damals vor 5 Jahren überlegt, Onlinehandel zu starten. Wir wollten aber immer was für andere Händler auch machen. Wir haben gesehen, dass gewisse Städte große Probleme haben im stationären Handel. Und so kam die Idee, den ersten Händler anzubinden. Und für mich war es auch wichtig, aus so einem kleinen Nukleus irgendwas aufzubauen. Wir waren mehr als glücklich, dass wir inzwischen mit Schuh24, wo ja über 1000 Filialen mittlerweile mitmachen. Wir sind ja hier unter einem Motto auch zusammen, nämlich Onlinehandel und wie wir euch dabei helfen können. Talent oder Fleiß? Schwierig, weil ich glaube, ich habe gar nicht so viele Talente. Ich glaube, man kann durch Leistung, durch harte Arbeit und auch durch einen gewissen Durchsetzungswillen vieles im Leben erreichen. Ist der Export jetzt sauber und wird auch verarbeitet oder nicht? So einen tiefen Stand haben wir noch nie gehabt. Texte? Also nicht. Ist eine Zahl zu wechseln? Müssten eigentlich der Schaden erscheinen. Aber ich muss, wie gesagt, da muss ich jetzt nochmal. Ich behaupte, stimmt nicht. Der Export und die Verarbeitung im Shopify läuft nicht. Und Talent wird, glaube ich, überbewertet. Wenn man nicht gerade einen Nobelpreis bekommen will oder eine physikalische Formel entwickeln will, ist Leistung und der Wille dazu, was aufzubauen, viel wichtiger als ein besonderes Talent. Ich bin beim Reporting, was ihr jetzt da neu aufgebaut habt, auch gesehen. Wie ist das Reporting in Google, in Trusted Jobs, in Excel oder welchem Format auch immer, zeigen, welche Händler bei uns in der Pipeline stehen, welche Barbie die haben, wann wir die wie anbinden. Hättest du jemals damit gerechnet, dass deine Plattform einmal so groß werden kann? Als ich damals eine Plattform aufgebaut habe, und das war ja eher ein Zufall gewesen, als mein Vater verstorben ist, hatte ich keinerlei Planung gehabt, dass das mal groß oder mittel oder auch klein werden kann. Für mich war einfach nur die Herausforderung, wie kann ich was für die Händler aufbauen und wie kann ich was mit vielen Lagerbeständen in Deutschland auf die Beine stellen. Und das hat ganz gut funktioniert. Was denkst du, wie deine Mitarbeiter dich beschreiben? Also ich glaube schon, dass die mich als einen sehr emotionalen Menschen, sehr spontanen Menschen, der sehr, sehr schnell entscheidet. Also Dominik ist der totale Machertyp. Viele Entscheidungen tatsächlich aus dem Bauch raus entscheidend. Ich kenne selten Leute und Menschen, die so Macher sind wie Dominik. Hat auch kein Problem, wirklich mal ins Risiko reinzugehen. Hier und da auch mal was liegen lässt. Sehr zielstrebig. Man hat eine Schnelligkeit, die er an den Tag legt. Das ist unglaublich. Aber der eben auch mal viel Leistung einfordert. Ja, das Erfolgskonzept von Dominik lautet machen, machen, machen. Folgt ganz dem Motto wirklich auch so Stillstand ist Rückschritt. Also er versucht sich stetig weiterzuentwickeln. Er macht 1000 Dinge und kriegt es tatsächlich geregelt. Er identifiziert sich wirklich zu 110% mit dieser Arbeit. Und der nicht unbedingt immer Verständnis dafür hat, dass man einen 0815-Job mit einer 0815-Einstellung im Leben hat. Wie sieht es im Kopf von Dominik aus? Ja, im Kopf von Dominik ist ein riesiger, dicker, großer Atlas mit vielen, vielen Seiten, vielen Bildern. Ich würde es jetzt mal ganz salopp als Multikernprozessor bezeichnen. Also wirklich eine funktionskräftige Maschine, die da in seinem Kopf arbeitet. Extrem komplexe Zusammenhänge, Zusammenarbeit, wo ich dann teilweise mir denke, wo hat er das denn jetzt schon wieder ausgepackt? Das ist halt das große Gesamtbild vom Dominik, das er im Kopf hat und auch die Fähigkeit von einer Seite auf die andere blättern, hin und her, aber auch alles im Blick zu haben gleichzeitig. Ich wundere mich immer wieder mal, wie viele Sachen der auf einmal alles im Kopf hat, an was er alles da gleichzeitig denkt und sein Multitasking-Talent, das er an den Tag legt und vor allem wie viele Stunden er am Tag immer arbeiten kann, ohne müde auszusehen.